Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Slay the Spire. Wir spielen, glaube ich, wieder Standard. Das ist jetzt der Patch rausgekommen, man kann täglicher Aufstieg machen. Wait, what? März 2. Modifikatoren. FIFA. Beginnen mit zwei zufälligen Karten einer anderen Klasse. In certain future, the map shows only... Okay. Card rewards contain only two cards. Die Preise des Senders sind um 25% erhöht. Oder versuchen wir das? Ich weiß jetzt nicht, was ich lieber ist. Machen wir mal das. Why not? Why not, I say? Zeit für eine Herausforderung. Indeed. Jetzt haben wir springende Flasche. The fuck? Okay, das heißt, ich kann überhaupt nicht planen. Nice. Versuchen wir dann einfach so viele Notes wie möglich reinzubringen. Gibt's da in der... Aber ich glaube, das ist immer gleich viel, oder? Muss ich das jetzt echt einmal durchzählen? Muss... I don't feel like it. Ja, okay, dann rennen wir einfach durch und schauen, wie es läuft. Mal sehen, vielleicht sterbe ich schnell, dann machen wir noch einen normalen Run auch. Servus. Und man kriegt jetzt nur zwei Karten, nicht wahr? Ja, wir können ihm mal die springende Flasche draufgeben. Naja. Naja, warte einen Moment. 9 Gift und dann im nächsten Mal. Ach, ja, that's worth it. 9 Schaden, dann 8 Schaden und so weiter. Ich glaube, das ist es wert. Dein Ritual ist fertig. Alles Sand. Erste. Okay. Und wir sind ja jetzt zumindest nicht im Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine. Dingsbums nämlich meine ich. Ihr wisst schon, Dingsbums. Bums, Dings, Dingsbums. Wieso habe ich jetzt. Ah nein, ich habe nur verteidigt. Machen wir dann nochmal eine springende Flasche drauf. Im Aufstiegsmodus meine ich. Das ist mir schlussendlich doch noch eingefallen. Ich bin stolz auf mich. Ja, du wärst nächstes Mal tot. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber du bist der Tod, liebes Vögelein. Goodbye. Okay, wunderbar. 15 Gold und jetzt können wir nur zwischen zwei auswählen. Wir haben zwei Fertigkeiten auch noch reingemischt bekommen. Das heißt, Zusammenstoß ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Brauche ich einen Schlachtruf? Nehmen wir mal ein. Hilft's nix, schaut's nix. Okay, da haben wir das Eidechsen, dem es nicht so gut geht. Du machst 11 Schaden, das macht dich unsympathisch, aber was soll man tun? Das kann nicht jeder so ein freundlicher, charmanter junger Mann sein wie ich. Okay, springende Flasche definitiv diesmal. Und dann nochmal hier einen Schlag hinterher. Ich bin in einem konstanten Status von Verwirrtsein gerade. Könnte ich noch verteidigen bekommen vielleicht? Nein, okay, na, aber nur gefragt. Hätte ich ihn killen können? Mit Schmettern und Schlag? I think so. Nice misplay, Gummibaum. Good one. Love it. Yeah, whatever. Goodbye. 25 Gift in your face. Okay, uralter Trank. Die Kampftross gefällt mir eigentlich besser als der Schlachthof, aber jetzt habe ich den Schlachthof schon genommen gehabt. Oh. Okay. Zwei Schläge, um den einen Schleimbatzen zu killen und dann einmal verteidigen, um ein bisschen Schaden vom zweiten Schleimbatzen abzuwehren. Jetzt hätte ich gern Gift gehabt und einen verteidigen, aber es will wohl nicht. I see. Ja, ich hätte noch Schlachtruf zuerst machen können. Bringt aber nichts, wenn man nachher Kampfthron spielt, wenn man das eine ja eh gleich wieder oben drauf legt. Genauso viele Karten gesehen wie jetzt. Also du bist nächstes Mal tot? Fast. Du bist höchstwahrscheinlich nächstes Mal tot, solange ich einen Angriff bekomme. Du bist nächstes Mal tot, meine ich damit. okay. Du wirst auch hin. 15 Gold, Schwächetrank. Wieso wirst du mir ganze Body Slams andere ins Spiel? Willst du mir nur sagen? Okay, zwei Pilze. Der eine macht sich stärker, das ist etwas unangenehm. Wir sind beide ein bisschen Gift drauf, aber nicht so viel. Er ist jetzt gewachsen. Wächst du diesmal? Kann ich dich... Ach, geh komm. Kann ich die killen mit... Ja. Kann ich die mit zwei Schlägen killen? Nein. Ich könnte es mit springende Flasche probieren, aber ist mir ein bisschen zu risky. Weil es nicht sicher geht.
Okay, jetzt sind wir verletzlich. Das heißt, er macht jetzt ca. 200.000 Schaden. Beziehungsweise 13. Kampfdrosen können wir immer. Und ich glaube, wir verteidigen zweimal. Wir haben einen Schlag drauf und hoffen, dass wir nächstes Mal killen können. Beziehungsweise, dass er nächstes Mal vielleicht nochmal wachsen macht. Ja, genau. Okay, das war halb so schlimm. Wir sind wieder auf 79. Schwäche erkennen, yes. Goldener entferne Karte. Ich würde den Schlachthof fast gerne entfernen, weil er eigentlich genau Nüsse bringt gerade. Wobei ein Schlag entfernen ist auch keine schlechte Idee. Vielleicht bringt er später mehr. Ich werde den Schlachthof los. Ist natürlich völliger Schaß, dass ich ihn genommen habe von Anfang an. Okay, jetzt haben wir tatsächlich einen Bossgegner. Die springende Flasche definitiv mal. Und dann das. Hätte ich mir einfach Stärke reinhauen sollen von Anfang an. Ich glaube fast. Machen wir es jetzt noch. Deine Schlag hat jetzt die zwei Stärke nicht drauf bekommen. Und den Weekend können wir die eigentlich auch draufhauen. Wenn wir schon dabei sind. Fertigkeiten? Ja, das ist die springende Flasche, macht den noch böser. Ich glaube, wir hauen jetzt einfach drauf stattdessen. Mhm, ouch. 10 diesmal nur. Schwäche kennen. Einmal. Zweimal. Und du bist schon tot. Nice. 75, winzige Truhe ist nicht schlecht. Schnitte oder Wut will ich, glaube ich, beides gerade, ehrlich gesagt, eher weniger. Nein. Nö. Okay, du bist meine Nemesis, aber du hast deine zwei anderen Freunde nicht dabei. Das ist schön. 5 Block, mehr haben wir leider nicht in den Fingern gerade. Okay, jetzt machst du ihn das Blödes und ich kann leider mein Schwäche erkennen nicht benutzen. Hätte ich mal lieber zuerst gemacht, dann hätte ich die springende Flasche stattdessen machen können. Er ist in Reichweite von 2 Schlägen allerdings. Ah, aber ich kann ja nicht angreifen, right? Das sind nur auf 16 Gift, das geht sich gerade nicht aus. Das hätte ich eigentlich lieber mehr verteidigen. Dankeschön. Und ich meine, er kriegt ja wenigstens den Giftschaden. Schwäche erkennen. Schlag, Schlag. 15 Gold, noch einen uralten Trank bekommen. Es will mir wirklich einfach Body Slam andrehen, bis zum geht nicht mehr. Das will ich erst haben, wenn du mir anderes gutes Zeug gibst, Spiel. Dann gehen wir dahin, wieso nicht? Violette Feuergeister. Mhm, weg mit einem Schlag. Pest. Gremlinhorn. Ist annehmbar. Gehen wir da durch. Ein Dieb. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Campfire gehabt, oder? Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich meine, du haust den nochmal ab, ist dein großes Problem. Ich glaube, ich stecke 5 Schaden ein. Damit wir mal ein bisschen einen Dot drauf geben. Damage over time. Schwäche kennen wir eigentlich immer nicht. Will ich jetzt. Ja, vielleicht tue ich jetzt zusammen blocken. Ich mache eh die Stärke. Und er nimmt jedes Mal ein bisschen Schaden. Mit 3 Schlägen wäre er tot. Schmettern oder springende Flasche? Das ist ein besser. Schmettern. Ja, jetzt kann ich nur darauf hoffen, dass er nächstes Mal, dass ich nächstes Mal ein paar Angriffe auf die Finger bekomme. Es muss nicht allzu viel sein. Er kriegt nur 6 Block. Das heißt, er hat 10 Leben. Okay, es geht nicht aus. Huh. Knappe Sache. Mein Boomerang-Schwert macht natürlich Sinn mit Schwäche erkennen. Aber auch nicht so viel wieder. Außerdem kann ich es nicht zielen. Ein Knaufschlag. Ich ziehe noch eine Karte. Wir haben momentan eigentlich kein Card-Draw-Problem.
gehen wir da durch. Diesmal sind wir die ganze Zeit rechts gegangen. Gehen wir mal links. Ah, wir können schmieden. Cool. Schwäche erkennen besser. Springende Flasche wird um wie viel besser? Viermal Dreckgift. Schmetter haben wir auch eine Idee, aber ich glaube, wir machen mal Schwäche erkennen. Wir haben den Slime-Boss. Da, jetzt haben wir noch die Wappler. Okay. Zwischendurch. Das bringt jetzt leider relativ wenig. Wir machen Schlag, Schlag, verteidigen. Ich hätte nicht auf dich losgehen sollen, ich Volltrottel, hatte nur wenigstens dem. Ich hätte auf einen von den beiden losgehen sollen. Oh, stupid mistake, stupid mistake. Ja, das ist jetzt natürlich eher dumm von mir. Ein wenig, ne? Pistole deppert. Meinen Verteidigen aus. Ich meine jetzt, keiner have to double down on it, finde ich. Wenn übrigens deine weg ist. Da werde ich viel verlieren. In dem Kampf. Das war ein bisschen blöd. Ein bisschen, meine ich, sehr. Ich würde gerne Schwäche erkennen machen. Ich kann Schwäche erkennen. Und den dann trotzdem nicht mit einem Mal killen, which is bad. Oh, ich hätte den Gremlin-Norm bekommen, aber ich habe ihn nur benommen gezogen. Okay, okay. Alles cool. Ja, jetzt kriegen wir nochmal benommen ins Deck mit Deppert und jetzt kriegen wir wieder aufs Maul mit Deppert. Ja, ich meine, macht leicht mehr Schaden. Drei Schläge wären mal lieber gewesen. Aber es sollte nicht sein. 44 Leben. Oh nein. Geh, komm. Ha, ha, ha. Bullshit, verdammt, ey. Jetzt krieg ich nochmal zweimal benommen ins Deck, weil ich den Dreckskerl nicht killen konnte. Mann. Ja, verteidigen wir mal zweimal. Mal Schwäche kennen. Nein, wir haben jetzt mal den Schlag drauf. Der soll es eh bald gewesen sein, der Gute hier drüben. Ne, nicht das so. Oder doch, besser gesagt. Ich habe vergessen, dass er sein Artefakt eh schon los ist. Weil er ja schon Gift drauf hat von mir. Pantograph, sehr schön. Energietrank auch nice. Ich meine, Entwaffnung haben wir noch nie genommen. Für den Rest dieses Kampfes zwei Stärke. War das nicht mal Zuges? Okay. Naja, ich mein, Kampfes ist was anderes als Zuges, just saying. Noch ein Kistchen. Okay, wenn ich mich ausruhe, ist noch leibender. Noch ein einzelner Gegner. Machen wir mal das. Einfach zweimal verteidigen, einmal draufhauen. I guess so. Wieder 12, ist auch kein lustiger. Steckt nur ein Teil nichts aus. Jetzt macht er 5, okay, das ist mal ein bisschen sympathischer. Du bist nicht der, der mit dem Netz daherkommt, gell? Ich wollte nämlich sagen, wenn du mit dem Netz daherkommst, dann. Schwäche erkennen. Einmal verteidigen, einmal Schlag. Ich wieder zwei Schwäche drauf, aber er kriegt doch ordentlich was ab. Das sollte es dann doch gewesen sein. Für eine Karte verschlingen ist natürlich nie verkehrt in dem Sinne. Ja, fein. Ja, wir schmieden definitiv. Jetzt ist die Frage, entwaffnen, 3 Stärke, meh. Ich glaube, wir machen das Schmettern einmal besser. Und dann gehen wir hier zu Herr Slimeboss. Da brauche ich die Artefakttränke nicht wirklich, muss ich sagen. Tränke nicht wirklich. Haben wir mal ein bisschen Gift drauf.
Ja, das Schwächerkern bringt jetzt natürlich genau Nüsse. Leider Gottes. Genau im falschen Moment gezogen. Please give me more. Ich glaube, wir verschwenden das Verschlingen jetzt einfach. Würde seine beiden Nachfolger ein bisschen weniger Leben haben. Okay, du greifst da an. Jetzt gehen wir definitiv mal Schwäche erkennen drauf. Gift auf einen zufälligen Gegner. Selbst wenn alles auf ihm landet, reicht das nicht. Nein, das ist so. Du machst mich gebrechlich, du machst mich schwach. Was, beide greifen jetzt an? Sonst geht es sich noch gut, ha? Sonst ist alles okay. Jesus. Wir machen das jetzt trotzdem so. Damit da ein bisschen weniger nervige auferstehen. Aber das ist unangenehm, dass ich das 16 abbekomme von jedem. 43 noch. Ich meine, wir heilen ganz auf diesmal. Nicht so wie jetzt in den ganzen Ascension Runs. Dafür machen wir ein 14. Das ist schon wieder bis halt zu wenig. Okay, let's kill you off. Ah ja, dann haben wir ja noch einmal. Mit dir mal entwaffnen drauf im Moment. Weil wir ja den anderen zuerst noch fertig machen wollen, bevor wir uns um ihn kümmern. The fuck? Ich hätte gerne bitte Angriffskarten und nicht den ganzen Müll hier. Das sind schon 25 Leben unten. Ja, wir haben drei. Das heißt, wir haben die dein Schmettern drauf und dann nochmal das. Und dann hast du noch zwei, die 5 Leben haben, nachdem das Gift abgezogen wurde. Dann sollte das doch kein so großes Problem sein, right? Right. Okidoki. 100 Gold. Verwüster. Ich erhalte aber nie Block, ist halt mein kleines Problem hier. Zumindest wird sie auf Blockdeck gehen. Was ist denn die Idee? Na. Nur wenn du Block erhältst. Kein Relikt das mit. Nein. Wir machen das Fluchsache, die Fluchsache, besser gesagt, das Fluchsache machen wir. Level 2 die Stadt, let's go. Ist ja egal, wo wir anfangen. Schaut ja alles gleich aus. Du, 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 du. Machen wir eine springende Flasche. Wollen wir zwar mal verteidigen. Und schauen wir deppert. In die sind wir nicht wirklich gut gewappnet hier. Oder 4, die sind wir nicht gut gewappnet. Haben keine AOEs, haben keine multiplen Attacken. Mhm. Das ist eher schlecht. Noch einen Schlag vielleicht, damit ich wenigstens einen runterkriege. Ja, wenn ich runterkriege, am ersten dich, I guess. 1, 2, 3. Tut halt jetzt trotzdem eher so ein bisschen weh. Mhm, hätte noch eine springende Flasche. Killen kann ich dich nicht, gell? Jetzt könnten wir schmettern zwei Schläge oder noch eine Schwäche erkennen. Ich glaube, ich will dich. Nein, 5 ist ja nichts. Ich mach mal so. Einmal. Zweimal. Aha, ich habe so viel mehr. I did not realize. So, jetzt hat er etwas. Naja. Also, weil er nicht gestorben ist, Gremlinhorn, ja. Immer das Gleiche. Ich vergesse, welche Art. Also, ich vergesse es ja nicht, aber ich merke mir nicht all die Effekte von allen. Das ist zu viel verlangt. Goodbye. Und hallo, Max HP.
Sollen wir 7 wird das wohl leider nicht machen hier. Also nehmen wir das, das, das und einmal 7. Nehmen wir wenigstens keinen Schaden. Just something. Springende Flasche. Schmettern und dann war's das. Yes! Nein, ich wollte das nicht. Ich wollte, dass du weggehst. Danke. 50 Goldschwäche, ein anderes Programm wollte ich gerade hier in den Vordergrund schieben. Ja, ein Zerspalt, nachdem wir jetzt gesagt haben, wir haben keine AOE und das mir nicht so getaugt hat. Du wirst mich leiden machen wahrscheinlich. Nein, warte mal, ist es lila, wenn es leiden ist? Egal. Was auch immer du. Ich werde dich jetzt einfach immer kontern hier. I don't care. Außerdem kriegst du gleich mal einen Entwaffnen auch noch drauf, weil du nämlich nervst. Zerspalten. Deal with it. Ich glaube, das ist nicht das Leiden jetzt. Nein, ist es nicht. Jetzt kommt das Leiden. Das Lila hier. That's also not happening. Okay, du kriegst nochmal Gift drauf. Und dann noch zwei Schläge. Tja, also guckst du blöd, nicht? Kann ich dich killen? Wir haben keine Stärke drauf, ich bezweifle es. Das wären 10, 19, 34. Ja, aber es killt dich halt nicht. Also es killt dich nicht das, es killt dich schon, aber es killt dich das Verschlingen nicht. Do I care? Gute Frage, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, stirb. Das Verschlingen wäre eh nicht mehr die ganze Runde, hätte eh nicht mehr die ganze Runde gemacht, wieder zurück. Wollen wir uns jetzt ausnahmsweise ein Aufrüsten holen? Obwohl ich immer sage, es ist ein Schaß. Holen wir uns ausnahmsweise ein Aufrüsten. Es hat auch noch niemand gesagt, es ist kein Schaß in den Comments. Ich weiß nicht, wieso ich immer drüber rede, aber ich sehe immer überall anders, das alles zu mögen. Yo, noch ein Schwächer kennt, ein Knüppeln ist eine schöne Sache. Geist auf dem. Wir nehmen eine schwere Klinge. Knüppeln ist auch geil, aber schwere Klinge behält man im Deck. Oh, jetzt bräuchte ich gerade Artefakt eigentlich. Fuck. Wir haben das mit. Ist ja wenigstens verletzlich, hat ein bisschen Gift drauf. Nicht so viele teure Karten, dass sich das jetzt lohnen würde. Das wird ziemlich übel. Wie immer gegen ihn. Ja. Thanks for proving me right. Ein Dreier Schwäche erkennen. Worth it. 10 Blockhammer, er greift mit 15 an. Ich bin noch nicht, er hat mich noch nicht verletzlich gemacht, dann ist es noch nicht so schlimm. Jetzt macht er mich verletzlich. I guess. Springende Flasche, wenn es nur 1 kostet, selbstverständlich. Jetzt fragt sich Aufrüsten zerspalten. Ist ja cool, wenn wir den nächsten Zug killen könnten, aber da hat er verletzlich nicht mehr drauf, gell? Das macht es natürlich eher ein wenig kniffliger. Du machst aber 34 Schaden damit, damit wäre es dann doch nicht so knifflig. Und ich hätte einen Nuller Schmettern gehabt auch, wenn ich länger auf meine Karten schauen würde. Nein. Karte überspringen, weiter geht's. Okay, okay. Kampftrance, bitte. Du wirst mich schon wieder leidend machen, ich leide nicht gerne. Ja, rüsten wir mal alles auf. Fein. It's worth it. Immer dieses vermaledeite Leiden. Aber wir müssen uns mal zuerst auf den konzentrieren, der weniger Leben hat, finde ich. Dann macht er sich auch immer stärker. Mit 18! Mit 18 greift er an. Mir nix, dir nix, wie wenn es nix wäre. 10 plus 10 ist 20, das geht sich nicht aus. Außer du kriegst 2 von dem Gift ab. Peace. Yes! Okay. Okay. Ich meine, wir kriegen trotzdem 18 Schaden ab. Oh, ich hätte nicht auf nächster Zug klicken sollen. Ich voll trottelig depperter. Schmettern. Einmal verteidigen. Einmal Schlag. Kannst du doch mal noch ein bisschen weniger Stärke haben. Du nervst nämlich. Wie blöd!
12. Immer mit dem passiv-aggressiven Fluch noch dabei. Sind wir jetzt da nochmal durch? Uiuiui. Und ich weiß ja nicht, wo die Lagerfeuer sind. Das letzte Mal haben wir gerade mal ein kleines Lagerfeuerchen bekommen. Im letzten Level. Feuertrank, glaube ich zumindest. Außer, ich erinnere mich falsch. It's possible. Ja, gehen wir mal da durch. Ja! Oh no. Ja, ist jetzt sehr schlecht. Aber noch ein Gremlin-Hähnchen bekommen. Jetzt kriegst du mal was aufs Maul. Ich will den jetzt nicht auch noch mit einem Weak Potion malträtieren, weil wahrscheinlich aber gleich nachher eine Elite oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Ja, ich hätte erst Kampf draus machen sollen, obviously. Wenn ich schon das blöde Aufrüsten habe. Bitteschön. 8. Dann wirst du auch auf 8. Dann haben wir doch auch noch eine springende Flasche drauf. Damit es irgendwann mal auch abwärts geht mit deinem Leben. Nicht nur aufwärts. Gilden, glaube ich, eh nicht drin. Da haben wir mal letztlich drauf. Teil ist in 3, oder? Ja, genau. Rüsten wir mal wieder auf. Schlagen wir zweimal zu. Beherzt. Und dann hoffen wir, dass wir nächstes Mal Verschlingen bekommen. Yes! Geht's hier aus? Geht's hier aus. Nice. 15 Gold, noch ein Aufrüsten. Nein. Ein Aufrüsten reicht. Ich muss mir kurz meinen Pullover ausziehen, es wird warm. Was Neues ist. Normalerweise ist es arschkalt. Okay. Drum auch der Pullover. Nicht, dass ich mich dafür rechtfertigen müsste, wieso ich einen Pullover anhabe. Okay, Aufrüsten. Diesmal haben wir es dir in der richtigen Reihenfolge gemacht. Drauf, drauf. Was kriege ich jetzt? Ich kriege alles Mögliche, gell? Verletzlich, schwach, gebrechlich, whatever. Okay, nur gebrechlich und schwach. Unter Anführungszeichen nur, wie ich dazu fügen möchte. Ja, das ist ein bisschen unnötig zugeben. Nice. 5x3 ist besser als. Also besser gesagt, 5x3 ist besser als 7x3. Was? 29 plus 15 ist leider 34. Oh, er kriegt ja den Schaden noch. Reicht das? Nein, das sind 3, das reicht nicht. Goodbye. Nip. Hätte ich ihn sonst auch gekillt ohne die 10? Hab mir jetzt gerade fast danach ausgesehen. Keine Ahnung wieso. Ah, oh, wir dürfen auch mal wieder bei dem Feuer vorbeikommen. Wie nett. Wir ruhen uns mal aus. Und den Kistall bekommen wir auch noch. Die nächsten zwei Flüche, den nicht auch noch. Ah, oh, Mann. Shop? Nein. Sauerei, besser gesagt. Okay, du kriegst wenigstens mal ein bisschen ein Gift ab. Du kannst jetzt bitte mal geschwächt sein, weil du sonst nämlich nervst. Und dann hauen wir hier drauf. Das ist nicht der beste erste Zug aller Zeiten. Naja, jetzt kommt die Stärke. Das ist extrem unschön. Extrem unschön.
Schmettern und springende Flasche, beste Idee. Ich meine, das Gift sucht sich den richtigen Gegner aus, don't get me wrong. Aber das bringt jetzt nicht so... Naja, es bringt schon was. Es bringt schon was, nämlich. Okay, kann man Kampf draus aufrüsten, noch ein Aufrüsten ein bisschen Schaden. Wieso kriege ich jetzt Schaden? Also, Schwäche erkennen, wenn ich mit Schaden. Weiß das nicht ganz klar, aber. Ja, dann wärst du nächstes Mal tot, dann können wir dir nochmal neuen Schaden draufhauen. Fein. Und wir haben ein Gremlinghorn, aber das bringt mir nichts, wenn sie am Gift sterben, stimmt. Ich kann überhaupt nichts dafür, ich wasche meine Hände in Unschuld. Wir hauen zwar Verteidigen raus und dann zu spalten. Blöden einen Stärke da. Kampf draus ist Verfall. Ich erleide zwei Schaden am Ende des Zuges, ich bin aber kein Fan davon. Das wären dann noch einmal jeweils 13 zu 26, 36, das reicht nicht. Was machen wir dann stattdessen? Ein Verteidigen, eine springende Flasche und ein einzelner kleiner einsamer Schlag. Ich glaube, so wird es sein. Besser gesagt, so ist es. Ist er Tennisspieler oder so? Oder so stöhnt er immer. Wenn ich jetzt noch Aufrüstung mache? 13 nur. Will ich noch? Ich block einfach alles. In your face. Dann kriegst du Giftschaden ab, dann kann ich die vielleicht nächste Runde killen. Wieder kommt er daher mit 13. Okay, das sollte doch machbar sein. Wie machst du 14? Du hast 14 Leben, das heißt, du bist tot. Und ich krieg 3 Max HP dazu. 15 Gold, nice. Toben, ich meine, wir haben nicht so ein kleines Deck. Ich weiß nicht, ob Toben jetzt wirklich notwendig ist. Es ist ein upgegradetes Toben. Allerdings. You guys. Es ist ein upgegradetes Toben. Nee, ist völlig übertrieben jetzt zu heilen. Wir machen stattdessen besser. Und zwar... Schwere Klinge, let's go. Für den Finisher. Einen besseren Finisher, ist doch schön. Ah ja, Déjà-vu? Hat man das nicht schon mal? Okidoki. Ja, ich leide gleich wieder. Keine Sorge. Bin schon ganz in der Vorbereitung zum Leiden. Und dann Schlag. Das Vögelein möglichst schnell ins Gras beißt, wobei das Vögelein viel sympathischer ist als dieses, was auch immer der ist. Der Auserwählte, das glaube ich auch. Auserwählter, größenwahnsinniger Trottel. Wohl eher. 21 und dann wärst du mal Geschichte. I like it. Entwaffnen. Und dann hau ich dir einfach Toben auch drauf. Und verteidigen, haben wir Gremlinhorn. Ja, und ich weiß, ich krieg 2 Millionen fucking benommen ins Deck. I got it. Spiel. I got it. Dankeschön. Okay, jetzt bist du nochmal deppert und wir können natürlich wieder genau Nüsse machen. I love it. Nur Schwäche kennen und verteidigen, wenn er nicht angreift. Wieso nicht, nicht wahr? Und er gibt sich selber Stärke drauf, damit sie jetzt richtig wehtut. Und wir haben benommen im Deck. Wie blöd. Nice. Great. ...28 Schaden. Mit mir kann man es ja machen. Mit mir kann man es ja machen. Ja, wir machen ein Schmettern und 2 Verteidigen. Auch wenn es mir benommen ins Deck gibt, der ist eh bald hin. Der Auserwählte, der sogenannte. Na, wer ist jetzt auserwählt, hä? Du musst den netten Berli. 15er Regenerationstrank gekischt. Verbrennen brauche ich nicht. Schlachtruf auch nicht. Das hat mich schon einmal genervt. Wir können einfach den Regenerationstrank jetzt einwerfen. Oh Gott. Oh no. Why? Aufrüsten. Verteidigen. Will ich ihn entwaffnen oder
lieber. Ich meine, Tob machen wir auf alle Fälle. Ich glaube, er muss lieber schneller sterben da hinten, ehrlich gesagt. Ah, das sind Verzweiflungslachen. Ich habe überhaupt keinen Spaß. 21 Leben noch. Can we kill you? Is the question. The question. Wir können nämlich nicht verteidigen, wenn wir dich nicht killen. Können sie mir nämlich. Kann ich nicht killen, gell? 14 und 14 gibt zusammen 28. Ich liebe, wenn das passiert. Das ist einfach das Schönste. Gibt's eh nicht mehr? Nein, es gibt keine Möglichkeit. Nein, ich bin schon wieder tot. Bin einfach schon wieder tot. It's just happened. It's done. Es ist alles vorbei. Fuck. Fuck. Oh Mann, wieso habe ich jetzt Leben? Oh, ich habe einen Regenerationstrank. Upsi. Ich wäre auch nicht tot gewesen. Ich hätte wohl lieber das da drauf holen sollen. Ne gut, aber jetzt wäre ich tot. Naja, ich könnte vielleicht einen von meinen killen. Könnte ich, warte mal, probieren. Naja, aber dann hätte ich ihn nicht, dann hätte ich bei ihm nicht 14 Schaden gemacht. Just saying. Ich will nur ausprobieren, ob ich, aber jetzt bin ich wirklich tot. Ich will nur, okay. Hätte ich mit 4, hätte ich dich killen können mit 4? Nein, okay, ich wäre so oder so tot gewesen. Don't shit your pants, okay? Dass ich es am Schluss ein bisschen verkeckt habe. Genau, den Regenerationstank hatten wir ja. Okay. Ich glaube, wir haben uns nicht sehr gut geschlagen, habe ich das dumpfe Gefühl. So, ich finde ja der beste Teil meines Spiels, nämlich das Karte lesen. Kommt da nicht zur Geltung bei dem Daily Run. Alright! Lass mich, also ich meine, okay, das nächste Mal, weiß er nicht. Ich habe es doch eh schon gemacht. Ich mache sicher nicht nochmal, are you shitting me? Lasst mich wissen, ob ihr gerne tägliche Aufstiege sehen wollt, Mischung, whatever. Aber vor allem schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!